Kunsthistorikerin Claudia Grund öffnet ihre Schatzkammer. Im Depot des Eichstätter Diözesanmuseums lagern hunderte Kunstgegenstände wie Skulpturen oder Gemälde. Die Kunstschätze sind meist restaurationsbedürftig und deshalb normalerweise nicht im Museum ausgestellt. Fürs Museum selbst, für die Schauräume, sucht man sich natürlich die besten Stücke aus. Vieles hier erreicht nicht die Qualität dieser Exponate. Vieles ist unrestauriert, vieles hat auch reinen Andenkenwert, aber ist doch zu schade, um weggeworfen zu werden. Ein Beispiel aus diesem Fundus sind 4 Votivkästen. Sie stammen aus den 1940er Jahren und hingen ursprünglich in der Eichstätter Frauenbergkapelle, die im Zweiten Weltkrieg der Zerstörung entging. Die Rosenkränze und Schmuckstücke haben fromme Pilger dort hinterlassen, um Fürsprache bei der Gottesmutter Maria zu erbitten. Materielle und ideelle Werte treffen hier aufeinander. Einerseits ist es ein beachtlicher Reichtum an Rosenkränzen. Allein die sind in ihrer Vielfalt schon was wert. Aber die sind so berührend, diese Inhalte, weil sie von den Menschen erzählen. Da sind klassische Votivgaben dabei, Augen, Lungenflügel, ein Wickelkindchen, wo man eben seine Sorgen ausgedrückt hat. Es sind private Schmuckstücke dabei, ein Kropfband, ein Ringlein, ein Ohrringlein. Also man sieht so richtig die Menschen von, ja, wahrscheinlich bis ins 18. Jahrhundert zurückgehend dahinterstehen. Damit solche Erinnerungen nicht in Vergessenheit geraten, bietet das Domschatz- und Diözesanmuseum besondere Veranstaltungen an. Dort erhalten Besucher einen Blick auf ausgewählte, teils kuriose Raritäten des Depots. Wir finden es einfach schade, wenn hier alles bloß aufbewahrt wird und niemand sehen darf. Und deswegen bemühen wir uns in letzter Zeit, immer wieder Schätzchen aus dem Depot hervorzuholen. Zum Beispiel in der Reihe des geistigen Mittagstisches, der dieses Jahr Schätzchen aus dem Depot, die ihre ganz eigene Geschichte erzählen haben. Oder die Kollegin Hupp hat, ist das Kunst oder darf das weg, um überhaupt einmal das Wesen so eines Depots zu erklären. Das Depot des Eichstätter Diözesanmuseums. Ein Ort, an dem so manche Schätze schlummern.